Wenn du merkst, jetzt ist der Knoten geplatzt. Und das ist, wenn ich nur darüber erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das sind genau die Momente, wofür man das dann macht und wofür man sich auch im vollen Terminkalender immer wieder gerne die Zeit freischaufelt. Das ist, glaube ich, auch so ein schönes Beispiel für einfach mal mutig sein. Und jetzt dann aus dieser Komfortzone raus, mal wieder so den inneren Schweinehund an die Leine zu legen, zu sagen, hey, ich muss da was lernen, ich muss Dinge anders machen, ich muss mir neue Themen auch erarbeiten, das ist nicht immer ganz einfach. Und irgendwann mal wird der Breaking Point kommen, an dem dann quasi die Welle komplett in die Organisation auch reinschwappt. Bin ich zutiefst überzeugt davon, der Tag wird kommen. Man muss auch den Moment genießen und das Beste aus der aktuellen Situation machen. Und es gibt nichts Frustrierendes, und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, wenn du in ein Team reinkommst, wo alle interessanten Aufgaben die nächsten 10, 15 Jahre einfach belegt sind, weil du genau weißt, die bewegen sich da nicht weg. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Love to Learn. Sophie und ich haben uns in dieser Folge Britt Liebelt eingeladen. Britt hat uns viel über ihre Lernreise erzählt, wie sie als junge Mutter sich für ein Studium entschieden hat und welche Unterstützung sie auf ihrem Weg hatte. Sie hat uns ebenfalls einige Tipps mitgegeben, die ihr geholfen haben, und sie erzählt uns von einigen ihrer Herzensprojekte. Wir haben Britt super gerne zugehört und freuen uns, wenn ihr auch dran bleibt, und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love to Learn, unserem Podcast für alle, die Lernen lieben. Und ich freue mich, Sophie, wir sind heute wieder im Büro zusammen am Aufnehmen. Wir sitzen uns gegenüber. Wie geht's? Wie steht's? Ja, hallöchen. Ich freue mich ja immer riesig, wenn wir zwei zusammen im Büro sind und hier die Aufnahme machen können. Auch wenn du ein bisschen schwächelst und kränkelst, bin ich sehr, sehr froh, dass du heute die Aufnahme mit mir machst. Ja, es ist ja schon, das Schlimmste ist schon überwunden. Ich habe letzte Woche ganz schön einen reinbekommen. Habe erst mal ein paar Tage krank im Bett gelegen, aber ich bin jetzt wieder fit. Meine Nase will das zwar noch nicht wahrhaben, aber der Rest ist wieder fit. Vor allem heute, wo es noch so richtig schön ist. Ja, es ist richtig gemein. Ich bin am Mittwoch krank geworden und bis Dienstag hat es geregnet. Und am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und heute und gestern auch war es richtig schönes Wetter. Ab morgen soll es wieder schlecht werden. Das heißt, ja, während es schönes Wetter war, habe ich natürlich im Bett gelegen. Gutes Timing, würde ich sagen. Absolut. Mhm. Da habe ich mir richtig was bei gedacht. Aber heute wollen wir ja nicht nur über kranke uns. Tage quatschen, sondern wir haben ja auch wieder ein Thema und vor allen Dingen einen Gast. Aber bevor wir da reinstarten, habe ich dir wieder eine Frage mitgebracht, beziehungsweise habe ich mir heute was überlegt. Ich bin ja mal gespannt. Also ich freue mich ja immer so auf Überraschungen, aber bei dir weiß ich nie, was dann kommt. Also nein, das wird super. Aber ich finde immer bei der Willkommensfrage oder bei der Einstiegsfrage, wie wir sie immer dann nennen, einer bereitet die ja immer vor, der andere hat keine Ahnung. Da kann ich mich ein bisschen reinversetzen, wie unsere Gäste sich fühlen müssen, weil die auch immer blind in unser Interview starten und gar nicht wissen, was kommt. Sie nickt auch schon. Ja. Okay, aber Sophie, ich habe dir nicht nur eine und nicht nur zwei. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Wir machen ein Mini-Entweder-Oder. Finde ich gut. Ja, dachte ich auch. Finde ich richtig gut. Okay, ich bin gespannt. Schule oder Uni? Oh Gott. Ups. Also ich muss sagen, ich hatte eine richtig tolle Schulzeit. Deshalb ganz spontan Schule. Auch wenn es jetzt nicht so spontan war. Willst du lieber jeden Tag 100 neue Vokabeln lernen müssen oder nie wieder ein neues Wort lernen? Ja, erstes. Erstes. Ja. Lieber Prüfungen schreiben oder Hausarbeiten schreiben? Also ich bin die letzten 2 Jahre ja nur mit Hausarbeiten konfrontiert gewesen, deshalb Prüfungen. Lieber bei einer Vorlesung teilnehmen oder dir lieber ein YouTube-Tutorial zu dem Thema anschauen? Vorlesung teilnehmen, auf jeden Fall. Lieber neue Sprachen lernen oder neue Instrumente lernen? Schwierig. Okay, aber ich muss mich entscheiden. Also neue Sprache lernen. Okay.
Und würdest du lieber die schlauste Person der Welt sein ohne Erfolg? Ui. Oder eine ganz durchschnittliche Person, die nichts mehr Neues lernt, aber sehr erfolgreich ist? Ich wäre, also, oh Gott, aber wenn man erfolgreich ist, dann denke ich mir ja auch, dass man viel lernt und du sich weiter... Du darfst nichts mehr Neues dazu lernen. Also du hast deinen Erfolg wahrscheinlich erreicht und ab da kommt nichts mehr Neues. Und was war nochmal kurz das Erste? Du bist die schlauste Person der Welt, aber hast keinen Erfolg. Ich habe keinen Erfolg? Mm-mm. Oh, ja, dann vielleicht eher Zweites. Okay. Ja, obwohl, scheiße, was würdest du... Ups, davon... Was würdest du nehmen? Auch schwierig. Aber so Erfolg, was will ich mit so viel wissen, wenn ich das nicht anwenden kann? Ja, also ich glaube jetzt, wir müssen uns ja entscheiden, weil sonst geht ja die Welt unter. Richtig. Okay. Sehr gut, dann bin ich jetzt gespannt. Du hast den Test bestanden. Oh, vielen Dank. Gerne. Und jetzt haben wir heute uns wieder einen Gast oder eine Gästin eingeladen. Wir haben heute nämlich die liebe Britt Liebelt bei uns im Podcast. Hallo Britt. Hallo, liebe Leonie, liebe Sophie. Schön, dass ich bei euch sein darf. Schön, dass du da bist. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wo sitzt du denn gerade? Oh, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich sitze in Walheim, das ist ein ganz kleines Nest in der Nähe von Stuttgart. Da bin ich tatsächlich geboren und aufgewachsen. Ich habe zwar das Nest verlassen, aber ich bin ganz bewusst irgendwann mal wieder zurückgekehrt in mein kleines Dorf. Ich bin bekennendes Landei. Ich lebe die große, weite Welt, aber ich finde es auch schön, gerade mit Kindern, Tür auf, Kinder raus und man muss sich keine Sorgen machen. Deswegen bin ich ganz bewusst auch wieder in das kleine Nest zurück. Und da sitze ich heute in meinem Homeoffice quasi, weil da habe ich die nötige Ruhe. In Stuttgart haben wir ja keine festen Arbeitsplätze mehr. Und da war es mir einfach wichtig, heute die entsprechende Ruhe hier mitzubringen. Sehr schön. Das klingt aber richtig schön, wie du es beschreibst. Ja, so als ob du dein Landleben richtig genießt. Ja. Tue ich auch, ja. Wenn ich die Stadt, ganz ein schöner Ort wäre. Ja, genau. Ja, also wenn ich in die Stadt will, ja, dann fährt hier die Bahn oder ich setze mir ins Auto, ist alles kein Problem. Ja. Top. Ja, ich war jetzt, Stuttgart hast du gemeint, ist gar nicht weit, ne? Genau, Stuttgart. War ziemlich auch letztes, ja. Ja, Stuttgart ist Einstellort quasi und auch die Niederlassung, in der ich eigentlich den Großteil meines Siemens-Lebens bisher verbracht habe. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich war nämlich auch letztes Wochenende in Stuttgart. Ich habe dort meine Schwester besucht und muss auch sagen, Stuttgart hat so viele schöne Ecken zu bieten, auch viele schöne grüne Ecken. Das heißt, da ist man mit der Natur schon auch verbunden, würde ich jetzt sagen, auch wenn man mitten in der Stadt ist. Aber du hast es da natürlich noch ein bisschen naturbelassener. Wie heißt der Ort? Walheim. Genau. Ja, Walheim. Klingt sehr, sehr schön. Ja, wir freuen uns riesig, dass du heute da bist, Britt, und dass du heute mit uns das Gespräch führst. Und ja, wir haben, falls du es noch nicht weißt, zu Beginn immer einen Text über unseren Gast formuliert und immer so geguckt, was wir rausfinden über denjenigen oder diejenige. Und ich glaube nämlich, da schlummert noch ganz, ganz viel mehr in diesem Text, was wir jetzt noch gar nicht so vielleicht rausgefunden haben. Deshalb freue ich mich, dass du dann nochmal deinen Senf dazugeben kannst im Anschluss. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, seit bald 25 Jahren bist du, Britt, Teil der Siemens AG und du hast angefangen im Innendienst und bist dort fast 10 Jahre geblieben. Später hast du dann berufsbegleitend deinen Bachelorabschluss in Personalmanagement und Marketing gemacht und das führte dich dann durch verschiedene Schlüsselpositionen im Unternehmen, von der Leitung von Ingenieurteams bis hin zur Entwicklung von Geschäftsstrategien und Personalprogrammen im digitalen Bereich. Doch deine Neugier und dein Wunsch nach persönlichem Wachstum führten auch dazu, berufsbegleitend einen Master of Science zu machen, und zwar in Wirtschaftspsychologie. Und dabei hast du den Fokus auf Leadership, Coaching und Change Management gelegt. Und ja, heute bist du als Head of Learning Organization
der Digital Industries bei Siemens tätig und setzt sich dafür ein, ja, eine Lernkultur zu schaffen, die vor allem durch Agilität, positive Fehlerkultur und natürlich den Wandel als Chance geprägt ist. Und ja, nebenbei engagierst du dich als Coachin in der Grow-to-Glow-Initiative von Siemens, die Frauen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und wir hoffen sehr, dass du ja in dieser Episode deine Einblicke und Erfahrungen mit uns teilst, vielleicht auch Herausforderungen, die du hattest und natürlich auch Erfolge und uns vielleicht noch den einen oder anderen wertvollen Tipp mitgeben kannst für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen oder die sagen, oh, sie fühlen sich so ein bisschen stuck, wo sie gerade sind. Und ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich glaube, langweilig wird es mit dir nie. Und du scheust dich auch nicht davor, mal ins kalte Wasser zu springen und auch mal Neues auszuprobieren. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Oh, vielen Dank für die nette Zusammenfassung. Das ist spannend, mal so aus einer externen Perspektive erzählt zu kriegen, was man eigentlich so alles gemacht hat. Und habe da schön recherchiert. Ich bin erstaunt, wie viel ihr rausgefunden habt, aber LinkedIn lässt, glaube ich, grüßen. unter anderem, ja. Ich wollte gerade sagen, SOC, vielleicht hat auch der ein oder andere aus dem Nähkästchen geplaudert. Nö, aber schön zusammengefasst. Und wenn er mich jetzt damit quasi indirekt fragen wollt, wie ist dieser Weg auch zustande gekommen, dann sage ich tatsächlich, ich bin aus diesem Wieso, Weshalb, Warum Alter nie rausgekommen. Das ist nicht immer einfach für mein Umfeld, ja, weil ich immer versuche, die Dinge zu verstehen, zu hinterfragen. Und daraus haben sich eigentlich bei mir bewusst oder unbewusst immer die Möglichkeiten für Weiterentwicklung für mich auch persönlich ergeben, weil ich nie müde geworden bin, einfach den Finger in die Wunde zu legen, den Anspruch zu haben, das können wir besser, ja, wir als Siemens. Und ich habe in der Regel immer das Umfeld gehabt, das zugehört hat und gesagt hat, ja, hast du vielleicht recht, dann mach dir mal Gedanken, wie du es besser machen würdest und dann mach mal. Und dadurch hat sich bei mir eigentlich, glaube ich, eine Entwicklung ergeben, die ich so nie gewünscht und geplant oder gewollt habe. Aber dadurch war es natürlich auch extrem organisch und natürlich und hat sich alles gut angefühlt und nie irgendwas übers Knie gebrochen. Also es war nie so eine strategisch durchgeplante Entwicklung, die ich hier bei Siemens gemacht habe, sondern wirklich schön aus der Sache raus die Möglichkeit gehabt, mich weiterzuentwickeln, auch im Sinne der Company. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Patentrezept gewesen. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut und auch nach so viel Charakterstärke, dass man einfach so sagt, wieso soll ich mich auf irgendwas so festlegen, wenn ich noch so viel erfahren kann und vielleicht verbirgt sich irgendwo nochmal eine neue Chance für mich und dann mache ich vielleicht doch nochmal was anderes. Und wir haben sie auch schon gerade so gehört, beziehungsweise du hast vielleicht schon mal in unseren Podcast auch reingehört, wir sprechen bei uns auch viel über berufliche Erfolge, aber auch über Privates und wie die Lernreise sich so ergeben hat. Du hast gerade gesagt, bei dir war alles so organisch und es hat sich einfach so mit der Zeit, kam dann noch eine neue Chance, die du dann ergriffen hast. Deswegen wäre meine erste Frage, um direkt mal tief reinzustarten, wann hast du dich denn zuletzt erfolgreich gefühlt, sowohl im beruflichen, aber auch im privaten? Oh, ganz spannende Frage. Privat tatsächlich erst vor ganz, ganz kurzem. Ja, ich war jetzt 14 Tage sehr spontan in Kambodscha. Ursprünglich wollten wir eigentlich nach Barcelona zum Mountainbiken. Da war aber Wasserknappheit und da haben wir gesagt, naja, müssen wir dann als Touris da auch noch hin und haben dann uns ewig nicht entschließen können, was wir tun. Und ich war noch nie in Asien, noch gar nie. Und wollte aber schon immer mal nach Angkor. Und mein Mann hat die Gunst ergriffen, hat mir den Floh ins Ohr gesetzt und hat gesagt, ey, was hältst du von Kambodscha? Und wir haben dann tatsächlich mit 1,5 Wochen Vorlauf 2 Flüge nach Kambodscha gebucht
und sind dann ja Samstag die Woche drauf in den Flieger gestiegen, hatten die erste Übernachtung in Phnom Penh und alles andere haben wir spontan gemacht. Und also wie gut das geklappt hat und wie entspannt und flexibel wir das gehandhabt haben, da muss ich sagen, da war ich schon sehr stolz auf mich. Aber das klingt richtig cool. Ja, klingt so, als lebst du die Flexibilität auch ja privat und nicht nur beruflich auf jeden Fall. Absolut. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, man muss auch den Moment genießen und das Beste aus der aktuellen Situation machen. Also bei mir ist tatsächlich auf dem Hinflug mein Rucksack nicht angekommen. Aber es war besser so rum als andersrum, weil so konnte ich wenigstens die kurzen Hosen und ein T-Shirt von meinem Mann anziehen. Umgekehrt wäre es komisch geworden. Und er kam dann nach 3 Tagen tatsächlich auch. Wir haben dann im Phnom Penh einfach nochmal einen Tag drangehängt. Und er kam dann auch. Und von daher hat das alles gut funktioniert. Aber es war, glaube ich, schon so ein Proof. Ja, wie relaxed bin ich wirklich, wenn es zum Schwur kommt. Trotz allem das Beste draus zu machen und mir davon eben die Reise nicht verderben zu lassen. Und darauf war ich, glaube ich, schon sehr stolz, dass ich mir da nicht die Freude abnehmen lassen, dieses Land zu erkunden. Und von daher, also das war, glaube ich, so ein persönlicher Erfolgsmoment für mich. Und beruflich eigentlich auch erst kürzlich, indem sich der Janis aus meinem Team, der hat mit mir zusammen ganz maßgeblich die Learning Organization bei der DI in Deutschland mit aufs Gleis gesetzt. Der hat sich jetzt weiterentwickelt und treibt jetzt bei Sales Excellence KI-unterstützte Sales Reportings voran und einfach zu sehen, wie er da die letzten 2,5 Jahre mit mir und dem Thema gewachsen ist und sich einfach auch weiterentwickelt hat und jetzt flügge geworden ist und den nächsten Schritt geht. Sowas macht mich unfassbar stolz, ja, dass die Leute sich dann nicht ausruhen und sagen, Mensch, jetzt kann ich ja alles, was kommt zu dem Thema Learning Organization, habe ich im Griff, ich kenne mich aus. Wissensecke. Wir reden hier heute in der Folge oft über den Begriff Learning Organization, deswegen kommt er hier einmal erklärt. Also eine Learning Organization versucht kontinuierlich die Fähigkeit der Mitarbeitenden zu fördern, sich zu entwickeln und zu lernen. Sie fördert eine Kultur, in der Wissen geteilt und Innovation angeregt wird. Durch systematisches Problemlösen, Experimentieren und Lernen aus Erfahrungen wird die Organisation ständig verbessert. Ziel ist es, sich einfach schnell an Veränderungen anpassen zu können. Und ich mache es mir da bequem, sondern wirklich da die Neugier aufrechtzuerhalten und sich weiter zu challengen, zu sagen, okay, jetzt wird's Zeit für eine neue Herausforderung und ich bin auch mutig und gehe den Weg. Und das macht mich wahnsinnig stolz. Ja, ist ja auch eigentlich cool, weil dann merkt man auch, dass ihr das so richtig lebt, was eine Learning Organization ja auch eigentlich vermitteln will. Also diesen ständigen Blick für Neues und auch einfach die Option zu haben, sich weiterzuentwickeln, ein Leben lang. Also das heißt ja nicht nur, weil ich mit 16 oder mit 18 oder mit 23 einen Beruf erlernt habe, dass ich den für immer machen muss, was ja viele noch so im Kopf haben. Und ich finde, da ist es richtig cool, dass du das auch unterstützt, auch wenn dadurch vielleicht ein super guter Kollege verloren geht, in dem Sinne für euch natürlich, weil er natürlich wahrscheinlich auch in allen Themen gut drin war. Ist natürlich immer schwer, dann jemanden auch wieder mit der Expertise zu finden und zu ersetzen, aber ja, ihr habt auf jeden Fall das Mindset der Learning Organization dann quasi auch alle in euch. Absolut. Und ich kann auch alle da draußen nur ermutigen, das genauso zu machen, weil wer gute Leute gehen lässt, kriegt auch gute Leute nach. Und es gibt nichts Frustrierendes, und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, wenn du in ein Team reinkommst, wo alle interessanten Aufgaben die nächsten 10, 15 Jahre einfach belegt sind, weil du genau weißt, die bewegen sich da nicht weg. Ja, was ist denn das für eine Perspektive? Ja. Da will doch kein Mensch hin und schon gar nicht bleiben. Also deswegen kann ich jeden nur ermutigen, lasst eure Rennpferde ziehen. Ihr werdet immer neue, junge Talente nachkriegen, die Lücke hervorragend füllen werden und neue, ich sag mal, Perspektiven und Erfahrungen mitbringen und neue Ideen, neuen Enthusiasmus. Und das tut allen Beteiligten gut. Ja, wie ist das eigentlich, wenn sich dann potenzielle neue Kolleginnen bei euch bewerben? Haben die alle schon so ein Growth Mindset und leben das auch teilweise schon so, die Werte vielleicht auch von einer Learning Organization? Oder ist da wirklich auch, oder sagt ihr, boah, ist natürlich auch spannend, Leute zu sehen oder zu haben, die sich da erst
rein entwickeln und die vielleicht noch eine andere Denkweise haben? Spannende Frage. Ich glaube, Leute, die ein Fixed Mindset haben und sagen, das ist alles gut, so wie es ist und so soll es auch bleiben, die würden sich überhaupt nicht auf so eine Stelle bewerben. Also von daher glaube ich nicht, dass ich jemals in die Verlegenheit gekommen bin, mich mit so ewig gestrigen Fixed Mindset auseinanderzusetzen. Und auch da ist es mir, glaube ich, wichtig zu unterstreichen, es gibt ja nicht nur ein Fixed oder ein Growth Mindset, sondern meistens haben wir ja zu gewissen Themen das eine oder das andere, wir wechseln immer. Wichtig ist halt, dass man sich dessen bewusst ist. Wissensecke. Ein Fixed Mindset ist die Überzeugung, dass Fähigkeiten und Intelligenz unveränderlich sind. Diese Denkweise führt dazu, Herausforderungen zu vermeiden, um Misserfolge zu umgehen. Ein Growth Mindset hingegen basiert auf der Annahme, dass Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung und Lernen entwickelt werden können. Diese Sichtweise betrachtet Herausforderungen als Chancen zur Weiterentwicklung und zum Lernen. Für mich wichtig, und das war auch in der Vergangenheit bei der Besetzung von meinem Team, ja, die wenigsten haben in dem Bereich schon Erfahrung oder bringen irgendwelche Erfahrungen mit. Und deswegen kann ich nur nach dem Mindset gehen. Ja, sind die offen, sind die neugierig, sind die experimentierfreudig? Und was meinem Job und in meinem Umfeld extrem wichtig ist, ist es eine extrem hohe Resilienz. Ja. Du läufst einen Schritt vor und machst zwei wieder zurück. Und dir wird so oft gesagt, das ist wahnsinnig wichtig, aber dafür habe ich ja gar keine Zeit und dafür haben wir überhaupt kein Geld und damit muss man umgehen können. Man muss sich immer wieder selber motivieren, immer wieder sich auch aufs Team verlassen und sich gegenseitig wieder pushen. Und das Schöne ist ja an einem guten Team, wir stecken nie zur gleichen Zeit alle in dem gleichen Loch, sondern es ist immer jemand draußen mit dem Kopf über Wasser, der dann sagt, ey komm, Leute, hier oben ist Sonne, steckt meinen Kopf wieder über Wasser, das Leben ist schön und das, was wir tun, ist wichtig und richtig. Und deswegen lasst uns weitermachen. Und ja, also das ist, glaube ich, eher so das Thema. Mhm. Ja, du sagst es gerade, Resilienz ist ja auch in aller Munde so ein bisschen. Und wenn man sich auch mal in anderen Unternehmen ein bisschen umschaut, die versuchen da auch ihre Mitarbeitenden ein bisschen zu trimmen und die auch dahingehend zu fördern und überhaupt, dass sie sich Wissen aneignen und auch Resilienz sich aneignen. Und deshalb würde uns oder mich interessieren, wie gehst du mit besonders harten Niederschlägen, Herausforderungen um oder auch mal stressigen Zeiten, die ihr sicherlich auch erlebt? Also ich glaube, wichtig ist, sich selber im Klaren zu sein, aus was ziehe ich selber Kraft. Ja, bei mir ist es definitiv die Familie, für mich ist es auch Bewegung. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Meditationsmensch, das treibt mich in den Wahnsinn, das kann ich nicht. Ich muss mich bewegen, um Stress abzubauen, um Energie loszuwerden. Was mir aber auch viel Kraft gibt, ist tatsächlich einfach mal mich zurückzuziehen, Musik zu hören. Entsprechend meiner Stimmungslage, es gibt mir auch wahnsinnig viel Energie und dann natürlich auch das Feedback und die Rückmeldung aus meinem beruflichen Umfeld, von meinem Team, die sagen, das, was wir tun, ist wichtig und richtig, wie ich es gerade schon gesagt habe, ja, und auch mir da ab und zu mal den Spiegel vorhalten und sagen, du, das ist schon gut so, wie es ist. Wenn man dann wirklich mal so ein Tief hat, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig für mich, offen und ehrlich damit umzugehen. Und dann einfach auch mal es sehr aufzumachen und auch dem Team gegenüber zuzugeben, dass auch eine Führungskraft schlechte Tage hat. Ja, und dass manche Themen einen an die Nieren gehen. Ja, man muss es ja nicht quasi in alle Welt rausposaunen, aber ich glaube, zumindest mal so in dem eigenen Team darf man offen und ehrlich sein und sagen, hey, mir geht's halt echt nicht gut und ich bin schlecht drauf und Leute, ich brauche halt mal einen Push oder lasst mich einfach mal in Ruhe. Und wenn man das macht, ist es wahnsinnig positiv, wie viel Energie da von außen auch wieder zurückkommt und wie viele Leute einen da unterstützen und aufbauen und supporten, wenn man es denn einfach auch zulässt. Und deswegen glaube ich, ist Offenheit und Authentizität wahnsinnig wichtig, auch im Umgang mit schlechten Tagen. Ja. Es ist völlig unglaubwürdig zu meinen, das ist immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja,
Und ich glaube, gerade als Führungskraft ist es wichtig, da auch mal mit gutem Beispiel voranzugehen. Nicht zu sagen, hey, meinem Absolut. Team gestehe ich Schwächen zu und schlechte Tage, aber ich selber gönn's mir nicht. Und ich finde, da muss man einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen und auch da mal die Hosen runterlassen und sagen, hey, ich habe heute einfach echt einen miesen Tag. Ja, das stimmt. Da fungierst du ja auch so ein bisschen als Vorbildfunktion für deine Mitarbeitenden. Absolut. Ich meine, das macht einen eingreifbar als Führungskraft, ja, weil ja vor allem, glaube ich, auch in unserem Unternehmen immer noch so die Führungskraft mit so einem Glorienschein versehen ist, zumindest in der Vergangenheit. Ich glaube, mittlerweile hat sich da auch die Kultur deutlich gewandelt, ja, dass auch Führungskräfte nur Menschen sind, keine Superheroes, ja, wir genauso Stärken wie Schwächen haben und ja, und dazu dürfen wir auch stehen, ja. Ja, total. Unsere nächste Frage wäre, du bist ja auch schon wirklich eine lange Zeit bei Siemens dabei. Hattest du denn Mentoren oder Vorbilder, die deine berufliche Entwicklung denn beeinflusst haben bei Siemens oder generell auch? Absolut. Zum einen hatte ich immer, habe ich ja vorher schon gesagt, ein extrem förderliches und wohlwollendes Umfeld. Mein Umfeld hat mir in der Regel mehr zugetraut als ich mir, vor allem auch am Anfang. Ja, ich habe, glaube ich, immer die richtigen Fragen gestellt, aber ich hätte mir nie zugetraut, die Antwort auf die Fragen auch zu finden. Und da wurde ich immer ermutigt. Und das waren alles tatsächlich Männer, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, ich habe zu einer Zeit bei Siemens angefangen, da waren Frauen noch eher eine Seltenheit. Und auch in Richtung einer Führungsaufgabe zu gehen, ist tatsächlich die Motivation von meiner damaligen Führungskraft und meinem Chef gekommen, die gesagt haben, hey, du kannst das. Ja. Und als die P&O damals noch HR gesagt hat, nee, aber die hat ja gar kein abgeschlossenes Studium in der Richtung, da habe ich gesagt, überhaupt keinen Stress. Ich lerne wahnsinnig gerne, ich bin Nachtslerner, meine Kinder waren klein, habe ich gesagt, na, dann ziehe ich jetzt noch mal ein Studium durch. Wenn er mich finanziell da ein Stück weit unterstützt, den Rest kriege ich gebacken und habe dann neben Fulltime-Job und zwei kleinen Kindern daheim noch berufsbegleitend meinen Bachelor gemacht. Und auch da, aufgrund eines Mentors, tatsächlich nicht wie ursprünglich geplant, ein Bachelor of Engineering, was mich wahnsinnig gereizt hätte, weil ich schon immer so ein Techie war. Sondern der hat gesagt, Mensch, jetzt bist du schon als Frau so allein unter Männern und hast dann Alleinstellungsmerkmal, wenn du weißt, du willst in Richtung disziplinarer Führung gehen. Warum machst du es nicht dann ganz anders? Machst du nicht Engineering, sondern machst Personalmanagement? Ja, dann hast du quasi dein Alleinstellungsmerkmal nochmal eine oben drauf gesetzt und weißt auch, wovon du sprichst. Und dann dachte ich, eigentlich hört sich das clever an und habe das dann auch tatsächlich so gemacht. Hab's auch nie bereut. Boah, das ist so beeindruckend. Ja, wir haben natürlich auch schon im Gespräch und Vorfeld davor uns unterhalten und Leonie und ich haben gesagt, wow, die Brit, die hat es einfach ja nochmal durchgezogen und es ist gar nicht immer so einfach, wie man denkt, weil dann immer noch ganz viel nebenbei läuft und das Leben ja auch weiterhin läuft und vielleicht auch mit Arbeit und Kindern und Familie natürlich. Ja. Also Hut ab. Und es erfordert ja auch so viel davor. Mut. Nochmal was Neues dann zu machen, wenn du schon 9 Jahre oder länger im Beruf warst vorher und dann sagst, jetzt fange ich nochmal ein Studium an. Das finde ich überhaupt nicht mutig. Ja, du musst nur neugierig genug sein und vor allem extrem organisiert. Und da muss ich auch mal ein ganz dickes, fettes Dankeschön an meinen Mann und meine leider nicht mehr lebenden Schwiegereltern aussprechen, weil ohne die Rückendeckung von den dreien hätte ich das nie im Leben hingekriegt, weil, sind wir mal ehrlich, ja, ich war ja dann auch ein knappes Jahr im Headquarter in Erlangen ausgeliehen und bin am Wochenende immer nach Haus gependelt und in der Woche war mein Mann mit den Kindern alleine. Ja, also und das Anfang, Mitte der 2000er, das war schon sehr ungewöhnlich und dem habe ich natürlich extrem viel zu verdanken. Hätten die nicht mitgezogen, hätte das so nicht funktioniert. Das muss man auf den Punkt bringen. Ja. Wow. Aber ich finde auch ohne so Vorreiterin, da hätte, also wäre das heute wahrscheinlich auch einfach noch nicht normal. Also du warst wahrscheinlich auch mit einer der einzigen, die das damals so gemacht hat und wirklich gesagt hat, so,
ich muss für meinen Job jetzt gerade halt mehr geben. Dafür nimmt mein Mann jetzt das Private in die Hand. Das ist heute normaler als damals, aber ja, es musste ja auch irgendwo mal anfangen. Und deswegen finde ich das immer super cool, wenn man das damals auf jeden Fall schon gemacht hat und da drüber stand, über die Meinung anderer. Ja. Wobei ich an der Stelle auch ganz klar sagen muss, ich musste nicht, ich wollte. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Ja. Ja, ich hatte da wirklich Bock drauf. Und so kam es ja dann auch einige Jahre später. Ich habe mit 45 dann nochmal einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. Und mir war klar, ich werde die Älteste sein. Die Hälfte meiner Kurs hätten meine Kinder sein können, ohne Probleme. Ja, aber das war super spannend. Und auch dieser Mix aus jung und alt, aus erfahren, weniger Berufserfahrenen und ganz jungen in dem Studium drin, dieser Austausch war so wahnsinnig wertvoll. Und also ich würde es sofort nochmal machen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, irgendwann mal mit ein bisschen Abstand irgendwann mal nochmal die Schulbank zu drücken. Ich habe da so viel mitgenommen. Das hat so viel Spaß gemacht. Also ich würde sofort nochmal machen. Haben wir auch gesagt. Wir haben, die Leonie und ich haben auch gesagt, so in 10 Jahren könnten wir uns auch nochmal vorstellen, weil wir haben total viele Interessen auch und gerade das nochmal so ein bisschen wissenschaftlich zu vertiefen alles, auch in bestimmte Richtungen zu gehen, da wären wir auf jeden Fall auch sehr neugierig. Und wenn wir schon auf die Neugier zu sprechen kommen, konnten ja jetzt schon ein bisschen raushören, dass vor allem lebenslanges Lernen und auch die Neugier auf Unbekanntes für dich ein wirklich guter Antrieb für Weiterentwicklung ist. Und du schreibst oder sagst auch, nur wer den Mut hat, die bekannten Wege zu verlassen, wird auch Neues entdecken. Das hast du ja schon oft getan. Wann oder wo warst du denn zuletzt mal nicht mutig? Wann war ich nicht mutig? Das ist eine gute Frage. In welchem Kontext? Du könntest jetzt alles sagen. Das spricht schon mal für dich, dass du da so lange überlegen musst. Also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich bin extrem experimentierfreudig und ich probiere gern Neues aus. Und ich sag mal, schon früh in meinem Leben habe ich so die Grundhaltung eingenommen. Ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann machst du es halt nochmal. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, auch bei jeder Prüfung. Und ich hatte vor 2-3 Jahren mal die Gelegenheit, den Alexander Huber von den Huberbuben, Weltklasse-Kletterer, persönlich kennenzulernen. Der hat eine Keynote bei uns auf der Führungskräftetagung gemacht. Und der hat einen Spruch gebracht, der mich so wahnsinnig angefixt hat. Die hatten versucht, den Speed-Rekord an der Nose im Yosemite zu brechen und wurden von der Filmcrew begleitet. Und es hat nicht geklappt. Die haben ihr extrem hochgestecktes Ziel nicht erreicht. Sie sind zwar oben angekommen, aber haben länger gebraucht als geplant und trotzdem noch den bestehenden Rekord um Stunden geschlagen. Und der Abspann von dem Film war dann, sie sind gescheitert. Und da hat sich der Alexander Huber wahnsinnig aufgeregt, weil er dann gesagt hat, nee, gescheitert bin ich erst, wenn ich aufhöre, es zu versuchen. Und diesen Spruch, den finde ich, der bringt so kurz und knapp auf den Punkt. Ich bin erst gescheitert, wenn ich aufhöre, es zu versuchen. Und das ist so ein bisschen auch seitdem, also so schön zusammengefasst hat es bisher noch niemand. Das war immer das, was ich gedacht habe, aber so schön genagelt auf den Punkt habe ich es nie gekriegt. Und seitdem ist es so ein bisschen mein Credo, ja. Ich scheitere immer erst dann, wenn ich aufhöre, es zu versuchen. Und alles andere waren einfach nur, ich sag mal, Anläufe, die nicht erfolgreich waren, aber aus denen ich was gelernt habe. Ja. Und das ist so das Prinzip, nach dem ich verfahren. Deswegen, glaube ich, bin ich eigentlich immer mutig. Es ist ganz selten, dass ich wirklich mal kneif. Ja. Ah nee, stimmt nicht. Ich weiß, wovor ich gekniffen habe. Mir wäre sofort was eingefallen, tatsächlich. Nee. Jetzt in Kambodscha, mir fällt gerade ein. Jetzt in Kambodscha saßen wir in so einer Garküche und da war auch nichts auf Englisch beschrieben. Und ich habe einfach auf ein Bild gezeigt und habe gesagt, sieht lecker aus, probiere ich. Und nachdem ich mich dann durch ganz viele kleingehackte Stücke Fleisch und Knochen durchgegessen hatte, und es war wirklich lecker, habe ich auf einmal gesehen, was ich da hatte. Da kam nämlich dann ein Hühnerfuß, also unten die Klaue raus. Und da habe ich tatsächlich gekniffen. Da war ich nicht mutig, da habe ich nicht reingebissen. Aber den Rest habe ich alles gegessen.
aber das ist auch okay. Also ich wollte gerade sagen, war vielleicht richtig so. Also da habe ich gekniffen, da war ich nicht mutig, aber ansonsten glaube ich, bin ich da sehr. Ja, auf so Reisen passiert natürlich auch ständig viel und Abenteuerreiches. Ja. Fällt dir gerade was ein, Leonie? Wo ich nicht mutig war. Mhm. Oder wo du dir gewünscht hättest, mutiger zu werden. Mhm. Zu sein. Zu werden. ich muss jetzt auch mal überlegen, was jetzt so vor kurzem. Ich muss sagen, so was ganz Klassisches bei mir, ich traue mich in Freizeitparks nie auf so Bahnen, Achterbahnen und sowas, ist gar nicht meins. Mhm. Und auch so auf dem Volksfest, wenn da irgendwas aufgebaut ist, wo es um Höhe und Schnelligkeit, da bin ich normal doch raus, gucke ich lieber zu und da überwinde ich mich auch nicht mehr. Da bin ich nicht mutig. Aber finde ich dann auch okay. Ja, finde ich. Man also, muss ja nicht alles machen. Ich habe da auch ehrlich nicht das Gefühl, was zu verpassen, wenn ich nicht mitmache. Und, ganz kurz noch, Leonie. Mhm. Und das finde ich fast mutiger, sich das einzugestehen, das ist nicht meins. Und dann auch, wenn alle anderen in das Karussell reinsteigen oder in die Achterbahn und du stehst unten und guckst zu, das finde ich oft viel mutiger, als sich vom Druck der Gruppe dann sowas drängen zu lassen, was eigentlich so völlig gegen das innere Gefühl geht. Und da kann ich nur jeden ermutigen, da einfach auch auf sich und seine Bedürfnisse zu hören. Also ich finde, da gehört viel Mut dazu. Ja, das stimmt. Das stimmt und das hat auch gedauert, weil früher, da war das natürlich nicht so, da wollte ich dann natürlich nicht sagen, ich traue mich nicht, auch wenn ich es meistens trotzdem gemacht habe, da aber dann eher mit schlechtem Gewissen, jetzt kann ich da ganz entspannt hinten dran stehen und sagen, mich kriegt da niemand hoch, genau, aber ich habe es auch schon mehrfach ausprobiert, meine Familie hat mich damals auch schon mit drauf geholt, gerade damals, wir waren mal in Orlando im Disney World und da war ich noch ein bisschen jünger. Ich glaube, da war ich so 12 Jahre alt oder 13, ich weiß gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall noch ein gutes Stück jünger. Und da wollten meine Schwester natürlich, dass ich dann mitkomme. Und wir hatten so eine Bahn, die ging so innen und war so die war eigentlich schwarz und ganz viele Lichter. Und man hat halt einfach gar nicht gesehen, was als nächstes kommt. Ich glaube, ich habe die ganze Fahrt lang nicht ein- oder ausgeatmet. Ich habe keinen Mucks von mir gegeben. Und egal, wo wir an diesem Tag waren, hat mein Vater an jeder Bahn das Bild gekauft. Weil Nein. Ich so ein gequetschtes Gesicht gemacht habe. Ich habe überall so die riesen Augen und einfach und es kommt so nach hinten. Ja, es sah wirklich so lustig aus. Ja. Wir haben wirklich viele Bilder von diesem Tag, weil ich auf jeder Bahn aussah, als würde ich jeden Moment tot umfallen. Ja, von daher, ich habe es probiert. Das ist nicht meins und es gibt mir nichts. Ja. Und bei ist dir? Ist auch okay. Mir wird jetzt auch eher was aus dem privaten Umfeld eher eingefallen. Mhm. Wir waren im Urlaub letztes Jahr und es war auch so, dass wir waren mit Freunden, also in einer größeren Gruppe unterwegs und wir sind mit, ich weiß nicht, Kajak oder Kanu, ich glaube, das war Kanu. Nee, ich glaube, das war Kajak. Kajak ist, glaube ich, wo du in so einem Loch quasi drin sitzt. Und nee, Kanu ist das, was Kanu. Offen ist. Kanu. Und du sitzt in Kanu mit mehreren. Und im Kajak, glaube ich, nur mit ein oder zwei, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und du bist ja richtig vom Becken so ein bisschen in diesem... In dem Kajak drin. Ja, genau. Ja. Wissensecke. Ja, da Sophie und ich hier mit unserem geglaubten Wissen versucht haben, den Unterschied zwischen Kanu und Kajak zu erklären, habe ich mich lieber wieder richtig informiert, ein bisschen recherchiert und hier folgt eine fundierte Erklärung. Also eigentlich ist Kanu der Oberbegriff für die beiden Bootsarten Kajak und Kanadier. Also eigentlich wäre die Frage nicht gewesen, ob Sophie mit dem Kanu oder dem Kajak unterwegs war, sondern mit dem Kajak oder dem Kanadier. Heute wird aber umgangssprachlich das Kanu mit dem Kanadier gleichgesetzt und oft verwechselt. Sophie war übrigens mit einem Kanadier unterwegs, also einem offenen Boot mit einem Stechpaddel. Das Kajak ist, wie wir auch vermutet haben in der Folge, ein geschlossenes Boot und hier hat man ein Doppelpaddel, muss also nicht immer wieder die Seite zum Paddeln wechseln.
Es gibt natürlich noch viele weitere Eigenschaften zwischen den beiden Bootstypen, aber das sind wahrscheinlich die bekanntesten und klären natürlich auch unser kleines Rätsel. Und wir sind dann zu so Klippen gefahren, also genau aufs offene Meer, naja, nicht offene Meer, aber auf jeden Fall zu Klippen, da konntest du Klippen springen halt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt 10 Meter waren, es war super hoch und ja, jeder ist gesprungen. Ich stand dann da noch ganz zum Schluss, die waren alle schon unten, auch die Mädels, und die hatten auch Angst und ich auch. Und dann dachte ich mir, nee, ich mach das noch. Also ich war mir irgendwie sicher, dass ich es mache. Und ich habe es am Ende des Tages nicht gemacht. Und ich war so enttäuscht von mir, weil ich wusste, ich wollte es eigentlich machen. Und irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Oh. Und ja, irgendwie hat mich das voll verfolgt, so für den Rest des Tages nur. Also ich habe es mittlerweile überwunden. Aber irgendwie wünsche ich mir jetzt noch, ich wäre ich doch mutiger gewesen. Es wäre bestimmt cool gewesen, auch mit reinzuspringen. Und ich hätte mich danach voll gefreut, dass ich es gemacht hätte. Aber man weiß es nie. Man weiß nie, und, ja, was dein Körper in dem Moment dir für Signale gesendet hat. Ich habe es, wie gesagt, es war, vielleicht beim nächsten Denken. Mal. Genau, ich habe schon gesagt, wir müssen da jetzt natürlich nochmal hin. Ja. Die ganze Gruppe muss auch wieder mit, damit alle zugucken können, dass du es dann schaffst. Aber ist okay, ich habe es, wie gesagt, überwunden. Next time dann. Ja. Next time und next topic. Ja, ich fange uns jetzt einfach mal wieder ein, thematisch, und bring uns wieder auf den roten Faden Richtung LO oder Learning Organization. Da kannst du uns bestimmt auch noch was Spannendes dazu sagen. Wir arbeiten ja auch in der LRN, also Learning Organization, lernende Organisation, und bringen die FA so ein bisschen in die agile Weiterentwicklung und gestalten den ganzen dynamischen Prozess mit und unterstützen da eben durch unsere Events und Formate. Genau, vielleicht und, noch, damit unsere Zuhörer da nicht durcheinander kommen, wir sind ja jetzt auch auf Spotify, weiß vielleicht nicht jeder den Unterschied, weil wenn wir jetzt bei alle drei sagen, wir sind in der lernenden Organisation oder in der Learning Organization, kommen wir vielleicht durcheinander. Also die Brit ist in der lernenden Organisation der Digital Industries und die Factory Automation ist quasi eins drunter, ist die Geschäftseinheit, und dort gibt es auch eine Abteilung, die sich um die lernende Organisation kümmert, und dort sind wir angesiedelt. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung. Nur als kleine. Ich bin es auch nicht für die ganze Digital Industries, sondern nur für Digital Industries in der Region Deutschland. Also unabhängig vom Headquarter. Ja, also sehr gut. Das ist ein bisschen kompliziert bei Siemens. Dann haben wir jetzt einmal für alle aufgeschlüsselt. Richtig gestellt. Hier für alle, die dann im Nachgang kommen und sagen. Genau. Ich dachte nur, für uns ist es gerade so normal, dass wir das so einfach hinplappern. Aber ja, gerade für Leute, die vielleicht außerhalb sind oder auch außerhalb von Siemens, dann ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Ja, man kann es auf den Punkt bringen, Siemens hat eine sehr komplexe Matrix-Organisation mit Ländern, Headquarter und Regionen, und Deutschland ist halt nun mal sowohl Headquarter als auch Region, und von daher, und ich bin im Regionen-Part, ihr seid im Headquarter-Part, aber dafür für die Factory Automation. Für die FA. Genau. Genau. Ja. Komplex. Ja. Möchtest du oder soll ich? Das ist mir eigentlich egal. Dann können wir doch direkt, dann mache ich das jetzt einfach. Genau, dann kann ich nämlich, go ahead. Okay. Wir haben ja schon am Anfang erzählt, du bist auch als Coach in der Crow-to-Clow-Initiative von Siemens dabei. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was ist Crow-to-Clow und was genau ist deine Aufgabe, seit du da dabei bist? Also Crow-to-Clow ist ein ehrenamtliches Netzwerk von Siemensianern und Siemensianerinnen, die ihre fachliche Expertise als Coach Frauen bei Siemens zur Verfügung stellen, damit die quasi ein berufliches Coaching kriegen. Ja. Früher war ja vor allem in Deutschland Coaching so ein bisschen verschrien als, oh Gott, du hast ein Problem, du brauchst Hilfe. Ich sehe das komplett anders. Ich finde, Coaching ist ein wahres Geschenk, das mir hilft, die Antworten, die mir schlummern, selber zu finden, anstatt irgendjemand zu fragen, der mir die Antworten gibt auf meine Fragen. Und das ist auch tatsächlich genau das, was wir machen.
machen. Ja, das ist wirklich ehrenamtlich für Frauen, denen wir 3 bis 4 Stunden Coaching anbieten, um an eigenen Themen zu arbeiten. Und das kann von ich kann keine Prioritäten setzen bis zu ich krieg Beruf und Privates nicht unter einen Hut. Ja, also wirklich die volle Bandbreite von bis kann das beinhalten. Und an den Themen arbeiten wir als ehrenamtliche Coaches mit unseren Coaches. Das Ganze ist natürlich extrem vertraulich und basiert auch auf Vertrauen. Und das ist wirklich was Gutes aus der Corona-Zeit. Ja, früher war das immer schwierig, weil wir ganz viele Coaches im süddeutschen Raum hatten, aber nicht immer alle Coaches im süddeutschen Raum unterwegs sind. Und dank Corona ist es jetzt völlig normal, so wie wir heute, das Ganze virtuell zu machen, ohne alle 3 am gleichen Ort zu sein. Und so läuft das mit den Coachings natürlich auch viel, viel besser und flexibler. Das heißt, jeder findet eigentlich auch einen passenden Coach, zu dem er Vertrauen hat, wo er sagt, Mensch, das passt nach dem Kennenlernen. Mit dir würde ich mein Coaching-Anliegen gerne machen. Und dann geht es so über 3, 4 Monate, manchmal auch länger, je nachdem, wie die Intervalle gesetzt sind. Weil letztendlich ja der Coachee durch Fragen Impulse kriegt, sich selbst zu reflektieren, an Themen zu arbeiten, um dann eben mit einem gewissen Abstand in der nächsten Coaching-Session dann auch zu berichten, wie ist es mir denn ergangen, was hat sich seitdem verändert, welche Erkenntnisse hatte ich, wie geht's mir heute und wie will ich von hier aus eben weitergehen. Und das ist wirklich eine tolle Aufgabe, Leute auf ihrem Weg da zu begleiten und so diese Selbstwirksamkeit zu entdecken, die in jedem von uns selber schlummert. Ja, und den einen ist es schon immer bewusst gewesen, ja, und andere musst du da so ein bisschen pushen. Aber das ist wahnsinnig schön, dieser Moment, wenn du merkst, jetzt ist der Knoten geplatzt, ja, wo du denkst, boah, und das ist, wenn ich nur darüber erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das sind genau die Momente, wofür man das dann macht und wofür man sich auch im vollen Terminkalender immer wieder gerne die Zeit freischaufelt, um anderen eben dabei zu helfen, diesen Knoten zum Platzen zu bringen und die eigene Selbstwirksamkeit zu entdecken. Das klingt auch zum einen nach einer richtig coolen Aufgabe und auch nach einer Initiative, die wirklich viel bringt. Und absolut. Und die bringt sogar so viel, ja, weil das war ja früher ein reines Ehrenamt, eine Gruppe von ausgebildeten Coaches, die sich da zusammengefunden hat, die Janina Kugel und jetzt eben die Judith Wiese so dermaßen beeindruckt haben, was wir da tun, dass sie das ja jetzt ausgeweitet haben. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, gibt's ja auch ein My Growth Coaching über die My Learning World. Das heißt, wir bieten das mittlerweile auch allen Siemensianern an, die Möglichkeit, so ein Business-Coaching ehrenamtlich über uns Coaches dann auch in Anspruch zu nehmen. Also es ist jetzt nicht nur für Frauen. Wir haben festgestellt, auch da werden wir diverser und offener. Ja, nicht nur Frauen haben Coaching-Anliegen, es gibt auch Männer, die an sich arbeiten und ihre Themen mit sich rumtragen und die sich da auch Support wünschen. Und das dem wurde jetzt Rechnung getragen. Also das ist jetzt geöffnet quasi, dass man auch über MyGrowth-Coaching allen Siemensianern dieses Angebot machen kann. Ja, absolut spannend und schön auch wieder hier zu sehen, was Siemens für alle Mitarbeitenden tut oder welche Möglichkeiten sich da auftun. Also falls da auch der ein oder andere Zuhörende von Siemens da jetzt Interesse hat, da geben wir auf jeden Fall alle Infos dann auch nochmal weiter in unseren Shownotes. Du bist ja außerdem, wie wir schon gesagt haben, bei der Learning Organization. Ich glaube jetzt schon 2 Jahre, 8 Monate, stimmt es? Ja, also seitdem gibt es uns, das war quasi der 1.10.22, ja genau, 1.10.22 sind wir gestartet. Und das ist, glaube ich, auch so ein schönes Beispiel für einfach mal mutig sein. Ja, wir hatten einen neuen Deutschlandleiter gekriegt und ich war bis dato mit meinen Themen immer bei BD, so eine One-Man-Show. Ja, und wie das ist, wenn man alleine ist, du kannst immer nur punktuell Feuer löschen, da wo es am meisten brennt. Aber es ist nie so richtig ein Konzept, das Hand und Fuß hat und auch, ja, ich sag mal, professionell den Anspruch hat, den ich eigentlich immer hatte.
Und mit dem neuen Deutschlandleiter hatte ich dann so ein Meet and Greet und er hat gefragt, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann habe ich ihm da mein wildes Sammelsurium an Themen vorgestellt. Und Guido, falls du es hörst, heute nochmal meinen herzlichen Dank an dein Vertrauen in mich, dass du gehört hast, dass ich da nicht so glücklich war. Und Guido Feind an der Stelle, unser heutiger Deutschlandleiter, hat mir die Chance gegeben zu sagen, hey, wenn du das anders dir vorstellst, ja, dann pitch mir deine Idee. Und wenn du mich überzeugst, dann machen wir das. Und keine 6 Wochen später hatte ich tatsächlich meinen Pitch. Offenbar habe ich ihn überzeugt, weil ein halbes Jahr später sind wir dann tatsächlich mit der Learning Organization in die Stadt gegangen. Erstmal nur ich als One-Man-Show, aber mit dem Versprechen, eine Community aufzubauen, mit Kolleginnen und Kollegen, die das on top zu ihrer eigentlichen Aufgabe im Daily Business in der Region Deutschland mit mir vorantreiben als Community und mit der Perspektive auch noch ein paar Kollegen in mein Core-Team zu kriegen. Und ja, mittlerweile sind wir zu viert, ja, weil Jannis uns ja jetzt verlassen hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir Jannis auch ersetzen dürfen. Und die Community sind mittlerweile knapp 30 Leute, die da zusätzlich zu ihrer Aufgabe an diesen Themen mit mir arbeiten oder mit uns als Core-Team. Ja, eine Learning Organization ist ja auch bekannt dafür, dass sie ja schnell lernt, das Gelernte dann auch wieder schnell in die Tat umsetzt. Und ist natürlich auch wichtig, gerade in Zeiten der digitalen Transformation, so agil und dynamisch vielleicht auch zu handeln. Wie unterstützt ihr denn die digitale Transformation? Mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Also zum einen, und das ist, glaube ich, so unser Topseller, ist unser Perspektivwechsel. Das ist einmal im Monat, laden wir alle 4000 Mann der DI in Deutschland ein, freiwillig sich eine Stunde aus dem Alltag auszuklinken und sich einen Impuls zu wichtigen Change-Themen anzuhören und nachher mitzudiskutieren. Ja, und das erfreut sich reger Beliebtheit, auch über die Grenzen mittlerweile von der DI in Deutschland hinaus. Also wir haben auch Leute aus dem Headquarter, wir haben Kollegen von der SI oder auch von anderen Einheiten, die da regelmäßig mit reinhören. Wir haben in der Regel so knapp 550 Teilnehmer, die dann auch nachher rege mitdiskutieren. Und das finde ich, glaube ich, das Starke am Format, ja, dass zum einen die Leute sich wirklich trauen, in dieser Öffentlichkeit, in diesem großen Rahmen ihre Erfahrungen und ihre Perspektive zu teilen. Und auf der anderen Seite dann aber auch die etwas Schüchternen sich dann eher mal nur im Chat antworten und mal einen Link reinposten oder eine Buchempfehlung geben oder was auch immer. Also es ist ein tolles Format. Kann ich nur Werbung für machen, also highly welcome, wer Interesse hat, gerne melden. Und dann bieten wir natürlich auch Lerncoachings an. Das sind wirklich, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Interesse haben, Leuten auf ihrer Lernreise zu begleiten, eine Coach-Ausbildung angedeihen lassen und mit der Bedingung, dass sie 2 bis 3 Coaches pro Jahr wirklich coachen, Lernziele definieren zusammen mit dem Coachee und den Coachee auf so einem Lernsprint dann auch begleiten, weil, sind wir auch ehrlich, ja, uns gibt's schon wahnsinnig lange und viele Jahre hat das einfach so funktioniert, wie wir die Dinge getan haben. Und jetzt dann aus dieser Komfortzone raus, mal wieder so den inneren Schweinehund an die Leine zu legen und zu sagen, hey, ich muss da was lernen, ich muss Dinge anders machen, ich muss mir neue Themen auch erarbeiten, das ist nicht immer ganz einfach. Und genau da begleiten wir dann eben die Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig gerne. Und das ist, glaube ich, auch, ich sag mal, ein großer, sehr wertvoller Hebel, den wir da haben. Und dann natürlich in aller möglicher Form mit Workshops, mit Moderation, was auch immer so an spezifischen Themen an uns herangetragen werden, versuchen wir entweder was zu finden, was es schon gibt, oder dann eben die entsprechenden Player zusammenzubringen. Das heißt nicht immer, dass wir alles können oder alles wissen, aber wir versuchen immer, die richtigen Menschen in der Organisation zusammenzubringen, die dann die passenden Expertisen an einen Tisch bringen. Ja, tolle Anlaufstelle, um sich natürlich weiterzuentwickeln und sich auch ein bisschen inspirieren zu lassen und vielleicht auch, ja, sich
ja, zu motivieren, den nächsten Schritt zu tun. Also gibt's ganz, ganz viele Angebote eben bei euch auch. Und ich finde es auch toll, dass ihr das über die DI hinaus auch anbietet. Also eure Zielgruppe ist nicht nur die DI, stimmt's? Also klar ist der Fokus erstmal die DI, ja, aber wir sind offen für alle, die interessiert sind. Ja, ich sage immer Coalition of the Willing. Wenn andere bei sich im Umfeld genauso den Bedarf haben und gerne bei uns mitarbeiten wollen oder sich das eine oder andere Format auch anhören oder teilnehmen wollen, dann sind wir da offen für alle. Ja, also das ist kein exklusiver Kreis, sondern ich sage immer, steht der Tropfen hüllt den Stein. Und je mehr wir für unser Thema begeistern, desto schneller wird es uns, glaube ich, auch gelingen, so ein bisschen die ganze Organisation in Wallung zu bringen. Ich sage mal, das ist so dieser positive Schneeballeffekt, den ich versuche zu erzeugen. Und irgendwann mal wird der Breaking Point kommen, an dem dann quasi die Welle komplett in die Organisation auch reinschwappt. Bin ich zutiefst überzeugt davon, der Tag wird kommen. Schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Ja. Für die heutige Folge. Wir sind schon wieder so lange am Reden, ja, und es fühlt sich immer so kurz an bei den Podcast-Folgen. Jedes Mal aufs Neue. Wir müssen halt einfach mal entweder verlängern unsere Folgen. Genau, nächstes Mal. Wir machen es wie der, wie dieser eine Podcast, der einfach so lange geht, bis die Gäste nichts mehr zu sagen haben. Echt? Alles gesagt. Von, ja, ich glaub, aber wie lange gehen denn da die gefährlich. Folgen? Gefährlich. Lange. Das ist richtig gut. Das ist wirklich das ist, ich glaube, wir würden dann wirklich so in so eine Plauderlaune kommen, Britt. Und ich würde dich ganz viel ausfragen über ja deine Reiseziele, deine persönlichen Weiterentwicklungsziele. Also ich glaube, da gibt's echt viel, ja, was man da abhaken kann. Das ist echt ein cooler Podcast, den könnt ihr euch mal anschauen. Jetzt habe ich schon einen Medientipp quasi verraten. Aber mir fällt bestimmt auch noch einer ein. Aber der heißt Alles gesagt von der Zeit. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil die laden immer auch sehr bekannte Persönlichkeiten ein. Also auch ganz viele PolitikerInnen oder auch gerade JournalistInnen. Also es gibt zum Beispiel jetzt hier gerade, ich habe es gerade mal offen, eine Folge mit Dunja Hayali oder mit der Mighty. Und der Podcast geht immer so lang, bis der Gast sagt, jetzt ist alles gesagt. Und es gibt Folgen, die gehen 8 Stunden lang und es gibt auch Folgen, die gehen nur 2. Aber ja, man hat da einfach die Bühne, wirklich so viel zu sagen, wie einem auf dem Herzen liegt. Und ja, kann das eben alles loswerden. Also ja, für die, die es interessiert, da gibt's wirklich sehr lange Folgen, auch mit Günter Jauch oder auch mit gerade so SpitzenpolitikerInnen. Ich glaube, Olaf Scholz hat auch eine Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, also könnt ihr mal reinschauen, ist ganz spannend. Aber also man kann natürlich nicht jede Folge hören, weil sonst muss man sehr viele Stunden opfern. Es gibt so viele Podcasts, die ich hören möchte und ich schaff's einfach nicht. Aber bei mir stehen die alle, ich folge denen und ja. War das jetzt schon ein Medientipp? Ja. Mir fällt bestimmt noch einer ein, aber wir kommen jetzt mal zu den Rubriken. Wir haben nämlich am Ende von unserem Podcast immer 2 Rubriken, Britt, damit du auch jetzt weißt, von was wir gerade reden. Und zwar ist unsere erste Rubrik ein Medientipp. Wir versuchen jede Folge unseren ZuhörerInnen irgendwas mit auf den Weg zu geben. Entweder ein Buch, eine Doku, ein Film, eine Serie, ein Podcast, was dir gerade so einfällt. Was irgendwie inspirierend sein könnte, helfen könnte oder was einfach vielleicht auch nur gut unterhält. Darf ja auch mal sein. Und damit du noch ein bisschen Zeit hast zu überlegen, startet Sophie. Genau, ich starte und ich habe lange überlegt, welchen Tipp ich teilen möchte. Ich möchte ein Buch teilen vom Dr. Rolf Merkle. Und der schreibt ganz toll direkt über die verschiedensten Themen. Und dieses Buch heißt So gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen. Und ja, das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht sein Selbstvertrauen stärken möchte und so ein bisschen die kritischen Stimmen in einem, ja, den Garaus machen möchte vielleicht auch und einfach an Selbstvertrauen gewinnen möchte, kann ich nur empfehlen. Und ich finde wirklich, der Autor, der bringt es so gut auf den Punkt, der kennt sich da natürlich auch aus in dem, was er macht. Ich glaube, der ist auch Therapeut oder als Therapeut tätig. Aber ja,
Der hat noch ganz viele andere Bücher geschrieben, aber das fand ich echt gut und deshalb mein Medientipp für heute. Sehr cool. Und ich habe die ganze Folge gedacht, shit, ich habe vergessen, mir heute was vorher zu überlegen. Jetzt habe ich dann noch ganz panisch auf Spotify geguckt und jetzt kam das alles gesagt raus, ohne dass es eins meiner Ideen war. Aber es ist ein guter Tipp. Aber ich finde auch, es ist eigentlich ein guter Tipp und ja, auch gut, dass der jetzt noch eingefallen ist. Aber ich will keinen weiteren Medientipp geben, aber ich empfehle heute Love to Learn, den Podcast. Denn wir sind ja seit gestern auch auf Spotify, Apple, Google und Amazon Music verfügbar. Deswegen dachte ich, müssen wir heute noch ein bisschen unsere eigene Werbetrommel rühren und müssen mal unseren Podcast nochmal empfehlen. Und auch, ihr könnt auch, wir haben in jeder Folge die in den Shownotes unsere LinkedIn-Profile von uns und von den Gästen und natürlich auch die Tipps, die wir immer mit euch teilen. Also schaut da auf jeden Fall auch auf den anderen Plattformen mal rein. Gebt uns gerne mal eine Bewertung, wenn ihr uns sonst immer auf Siemens FM hört. Und ja, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen und ihr könnt auch gerne bei uns bei LinkedIn vorbeischauen. Da seht ihr immer mal wieder ein paar kleine Snippets unserer Arbeit. Yes, uns kann man jetzt überall hören. Im Auto, beim Joggen, beim Putzen. Endlich kann ich es mal sagen. Endlich kann ich sagen, egal wo ihr uns hört, beim Malen, beim Putzen, I don't know. Wir hoffen, es geht euch gut. Ja. Was ich noch ganz kurz anmerken möchte, vielleicht schneiden wir das da noch rein, der Dr. Rolf Merkle, der ist leider schon verstorben. Oh. Ja, 2019, glaube ich. Oh, okay. Und der war tatsächlich Diplom-Psychologe und Psychotherapeut. Das nochmal an dieser Stelle. Ja. Spannend. Jetzt hüpfen wir zur Brit. Ja. Und sind gespannt, ob sie für uns einen Tipp auf Lager hat. Also ich bin gerade mal vom Stuhl aufgesprungen und habe mal ein Buch gezückt. Ich halte es hier mal in die Kamera. Für alle, die den Podcast hören, können das natürlich nicht sehen. Das ist Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Man sollte vor diesem Schinken keine Angst haben. Für mich war das wirklich so ein Aha-Moment schon im Studium, als ich Daniel Kahnemann das erste Mal kennengelernt habe, habe mir tatsächlich auch relativ schnell das Buch geholt und es ist ein Spiegel-Bestseller. Man muss auch dazu sagen, Daniel Kahnemann ist einer der wenigen Wirtschaftspsychologen, der hat einen Wirtschaftsnobelpreis gekriegt. Ja, und das ist wirklich was ganz Besonderes. Der ist kurzweilig, unterhaltsam und er hat so schöne, anschauliche Beispiele da drin, wie uns unser Gehirn immer wieder selber austrickst, nämlich weil wir ein schnelles und ein langsames System haben und ihr kennt das alle, ja. Ihr werdet irgendwas gefragt und dann denkt ihr erstmal, boah, das ist die Antwort, das einzig Richtige, ja. Und im Nachgang, wenn es dann nochmal so sagt und man nochmal so langsam drüber nachdenkt, dann was, boah, hey, was für ein Quark, das war die völlig falsche Entscheidung. Und genau das ist, wie unser Gehirn tickt, nämlich das schnelle und das langsame System. Das schnelle entlastet uns, weil wir schnell Dinge sortieren und entscheiden. Aber wenn wir manchmal nochmal mit ein bisschen Geduld und Ruhe drüber nachdenken, kommen wir manchmal zum anderen Ergebnis. Und diese Erkenntnis ist kurz und knapp zusammengefasst, die Erkenntnis aus dem Buch, aber extrem toll geschrieben, unterhaltsam und ich finde, das sollte jeder mal gelesen haben. Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, System 1 und 2, also ist auf jeden Fall cool, die Zeit wert. Sehr, sehr gute Empfehlung. Ja, vielen Dank. Und vor dicken Schinken wollen wir ja sowieso nicht zurückschrecken. Ich kann mich noch erinnern, die erste Folge, die wir beide zusammen gemacht haben mit dem Adrian, da hat er uns nämlich auch erklärt, dass man... Schinken empfohlen. Ja, genau. Der war da gerade in Italien. Nein. Ja. Nein, er hat uns auf jeden Fall erzählt, dass man ja Sachbücher sowieso nicht unbedingt immer in einem lesen muss, ja, sondern dann, wenn man bereit ist, weiterzulernen, auch weiterzulesen. Ja, und genau, deswegen, ich finde, mit dem Denken mit an dem Sachbücher ranzugehen, macht so einen Unterschied, weil ich bin auch immer jemand, so vom Lesen, ich denke dann immer, ich müsste halt ein Buch in einem lesen. Also einfach anfangen und aufhören, wenn ich fertig bin. Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Ich kann ja auch mal 3 Kapitel lesen, die versuchen zu integrieren, gerade bei Sachbüchern, die mir was beibringen sollen und dann erst weiterlesen, oder wenn ich auch bereit bin, was Neues dazu zu lernen. Ja. Absolut. Also macht euch da keinen Druck. Und vielen Dank, Britt, für den tollen Tipp. Schnelles Denken, langsames Denken. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr bekannt und
ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen was. Ja. Und jetzt kommen wir zu unseren Speed Questions. Ja, genau. Und zwar ganz schnell. Wir stellen dir ganz schnell 3 Fragen und du musst ganz schnell darauf antworten. Okay, System 1. Ja. Okay, soll ich, passend. Soll ich die erste Frage drauf hauen? Okay, welche 3 essentiellen Dinge nimmst du mit zur Arbeit? Kaffee, meine Wasserflasche und mein Laptop. Mit einem guten Buch im Garten sitzen oder lieber im Haus tüfteln? Kommt aufs Wetter drauf an. Wenn das Wetter schön ist, definitiv draußen im Garten mit einem guten Buch. Lieber eine Wandertour oder eine Mountainbike-Tour? Mountainbiken. Ich habe es mir schon gedacht, weil du es vorhin erwähnt hast. Ja, ja, absolut. Deshalb. Ich bin auch die Bergab-Fraktion, also hoch, wenn es einen Lift gibt, sehr gerne. Sehr gut, da wäre ich auch dabei. Cool, vielen Dank für die Folge und das Gespräch mit dir. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Und jetzt reden wir nochmal über deine liebsten Mountainbike-Touren. nein, Quatsch, wir wollen natürlich nicht deine Zeit stehlen. Wir sind hier schon über dem ausgemachten Punkt. Aber schön, dass du da warst, liebe Britt. Alles gut. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht und ich bin jetzt auch viel relaxter. Also ihr habt das auch toll gemacht. Ja. Es ist ja jetzt nicht unbedingt mein Daily Business, Podcasts aufzunehmen. Aber ihr habt mir da wirklich meine Sorgenfalten geglättet auf der Stirn, auch wenn man es nicht sehen kann. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die sehr tolle, sehr positive Erfahrung. Das freut uns sehr zu hören. Ach, das ist doch toll. Ja, das ist auch immer unser Ziel, dass wir einfach, du hast ja auch nochmal gefragt, aber man braucht keine Vorbereitung. Wir reden ja nur über dich und das weißt du nun mal. Und das ist ja einfach cool, wenn man dann so spontan auf die Ideen und das Gespräch eingehen kann. Das war's schon wieder für heute mit unserer Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet euch vielleicht einiges daraus mitnehmen. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback oder eine positive Bewertung dem Streaming-Anbieter eurer Wahl. In den Shownotes findet ihr unsere Medientipps und unsere LinkedIn-Profile. Hier könnt ihr uns gerne eine Nachricht hinterlassen oder uns einen Vorschlag oder einen Themenwunsch zusenden. Für alle SiemensianerInnen dürft ihr uns natürlich auch gerne per Mail oder per Teams kontaktieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bis dann!